In letzter Zeit gab es ja immer wieder Nachrichten, dass YouTuber gehackt werden und ich dachte mir, das kann ich auch. Also nicht einen YouTuber zu hacken, sondern gehackt zu werden. Und dann habe ich mal meine Sponsoring-Anfragen durchgeguckt und siehe da, ich sollte euch Far Cry 6 bewerben. $1500 bekomme ich dafür, wenn das Video mehr als 1000 Aufrufe hat. Sie hätten lieber $15.000 sagen sollen für 100.000 Aufrufe, dann hättet ihr mehr Motivation gehabt, das Video zu teilen, aber das ist ziemlich gut, das ist ein super Angebot, selbst für meine Aufrufzahlen, die ja dann doch ein bisschen höher sind als nur 1000 Aufrufe. Ja, und sogar aus einer Reihe von, also ein Spiel aus einer Reihe, die ich vor einer Weile mal selbst gespielt habe, also ich habe Teil 3 gespielt, 4, 5 habe ich nicht, aber das ist schon ziemlich cool. Und ich meine, Far Cry 6, das liegt sogar direkt als Demo dabei bei der E-Mail, das ist doch das perfekte Sponsoring. Tja. Plot Twist, Kooperationspartner für dieses Video ist nicht Ubisoft, sondern G-Data, denn die haben mich mit ihrer Expertise unterstützt und mir dabei geholfen, die Malware, die in dieser E-Mail war, zu analysieren, damit ich sie euch vorstellen kann. Doch lasst uns ganz von vorne anfangen. Zunächst braucht jeder Angreifer einen Eintrittspunkt. Wenn man von Computern spricht und nicht von Servern, die öffentlich im Internet sind, dann kann man nicht ohne weiteres direkt auf die Geräte zugreifen. Auf Server, die sind öffentlich verfügbar. Jeder muss darauf zugreifen können, weil die was zur Verfügung stellen. Das ist mit euren PCs ein bisschen anders. Man muss sie direkt erstmal ansprechen können und das geht meist nicht so einfach. Das kann man zum Beispiel machen über eine bösartige Website, die sie dann aufrufen. Oder man umgeht den Router durch einen Exploit. Frag Attacks. Da das aber sehr umständlich ist, weil ich als Hacker dafür vor Ort sein muss oder euch auf meine Website kriegen muss, gibt es noch den allerliebsten Lieblingstrick überhaupt. Phishing-E-Mails. Eine Phishing-E-Mail bekommt ihr direkt auf euer Gerät, teilweise sogar mit Push-Benachrichtigung und man muss nichts weiter dazu haben als eure E-Mail-Adresse. Für deutsche Influencer, also auch mich, gilt, wie für andere Unternehmen mit Website übrigens auch, eine Impressumspflicht hier in Deutschland. Das heißt, ihr findet von jedem Influencer oder zumindest von seinem oder ihrem Manager eine E-Mail-Adresse im About auf YouTube. Wie praktisch. Tja, und wir haben sogar für unser Experiment direkt ein ganzes Informationshäppchen bekommen. Influencer wollen Geld, okay? Das wissen wir spätestens nach einer gewissen Gleitgel-Geschichte, die gerade viral gegangen ist. Und wie kann man am besten Geld verdienen? Naja, durch Kooperationen und Sponsorings. Danke an der Stelle, G-Data, für das Unterstützen dieses Videos. Also bekommen wir YouTuber wie auch jedes andere Unternehmen E-Mails und davon viele. Wir haben echt gute, wie zum Beispiel diese hier, wo die Absenderdomain tatsächlich einen Redirect auf den vermeintlichen Sponsorpartner hat. Allein anhand der E-Mail kann ich nicht mal sicher sagen, ob das echt oder fake ist. Und dann haben wir welche, die eher, sagen wir mal, witzig sind. Falls irgendjemand Russisch kann hier, ich wäre wirklich interessiert an einer Übersetzung von dieser E-Mail. Ich habe die quasi täglich und ich habe keine Ahnung, ob ich darin einfach nur beleidigt werde oder ob ich Geld bekommen soll. Wie dem auch sei, wir kriegen auch natürlich echte Sponsoring-Anfragen via E-Mail und die wollen wir natürlich identifizieren. Und da wird's dann schwierig. Die von Ubisoft sah also so aus. Absender creators@ubisoft.com. Das ist die echte Ubisoft-Domain. Gut, gut, gut. Und unten dann der Link, wo man sich das Spiel direkt runterladen kann. Ein bisschen seltsam, aber gut. Ich hatte noch nicht so viele Sponsorings, um zu wissen, ob das in der Gaming-Welt üblich ist. Ich mache ja, wenn, dann was anderes und Gaming ist eher so relativ selten, würde ich mal sagen. Ich hatte noch nie ein Gaming-Sponsoring, aber hey. Tja, was machen wir jetzt also? Wir machen etwas Research. Im Quelltext der E-Mail offenbart sich der Return Path, also da, wo quasi die E-Mail hingeht, wenn ich überhaupt antworten sollte. Das ist nicht ubisoft.com, sondern em.lifeleadership.com. Was das wohl ist? Naja, so viel könnt ihr erkennen. Mit Far Cry 6 hat das wahrscheinlich relativ wenig zu tun. Das zweite ist der echte Absender. Hier steht o2.btr5997.ledger.com4x91240.office.secureMail.d25061.app. Das, genau das. Das hat so viel mit Far Cry 6 zu tun wie mein Bartshampoo ungefähr. Okay. Aber was ist denn mit dem Link? Vielleicht können wir ja noch ohne Geld ein bisschen Far Cry 6 zocken und das ein bisschen probieren. Das Ding ist ja immerhin noch nicht mal rausgekommen und in der Vergangenheit waren das zwar nicht meine Spiele, aber ich habe gehört, es gibt vielleicht noch Leute, die es mögen und ja, dann könnte man das ja vielleicht mal Freunden zeigen etc. Muss ja irgendeinen Vorteil haben, wenn man Influencer ist, oder?
Der Link führt zu einem Google Drive, wo man recht unspektakulär die Dateien runterladen kann. Und naja, das ist dann logischerweise eine ausführbare Datei. Das kennt man ja von Spielen. .exe, ne? Doch was genau kann die? Genau genommen ist die Datei aus Google Drive keine Malware, sondern zwei. Meine Kooperationspartner kennen das Ding auch schon und das ist ein echt mieses Stück. Teil 1 nennt sich Remcos. Remcos ist eine sogenannte RAT, ein Remote Access Trojan. Das sind diese berühmten Spionage-Trojaner, wie auch zum Beispiel mein Staatstrojaner, den ich selber geschrieben habe, einer war. Sie können mitlesen, was ihr tippt, Mikrofon abhören, Webcam anzapfen und sogar damit wunderbar an Firmengeheimnisse kommen und zum Beispiel den Launchtermin meiner neuen Webseite ausspionieren. Dazu bieten sie eine Backdoor, über die der Angreifer jederzeit beliebigen Code ausführen kann. Das ist natürlich ganz besonders mies, weil sie euer komplettes System verändern können. Wie in dieser Datei log.dat zu sehen ist, wird auch alles mitgeschrieben, wenn ihr gerade nicht am Internet seid. Sobald die Verbindung wieder steht, werden die Daten an den Angreifer geschickt und wenn sie alle Infos von euch haben, dann packen sie euch höchstwahrscheinlich ein Ransomware auf euer System, die alles verschlüsselt und euch danach erpresst. So ging das ja sogar dem Apple-Zulieferer Quanta, die dafür 50 Millionen zahlen sollten. Aber das ist erst der letzte Schritt, nachdem man alles rausgefunden hat, was man möchte. Nehmen wir an, der Hacker würde Zugriff auf meinen Account bekommen. Das hieße, er könnte euch alle in meinem Namen erreichen. Zum Beispiel ein Video veröffentlichen oder auch nur einen Textpost oder so. Und klar, die meisten würden bemerken, dass ein Video, in dem ich um Bitcoin-Spenden bitten würde, mein Gesicht nicht zeige und meine Stimme nicht zu hören ist, nicht von mir ist. Aber manche eben auch nicht. Tatsächlich hat Remcos aber auch daran gedacht, sich vor mir ein wenig zu verstecken. Denn die Datei selbst ist gar nicht der Virus. Sie extrahiert eine DLL-Datei, die am Ende im Temp-Ordner relativ versteckt liegt. Diese wird dann gestartet und injectet sich selbst wieder in die ursprüngliche Datei, die wir ausgeführt haben. Verwirrend, oder? Das ist genau der Plan. So wird die Malware natürlich schwerer vom System erkannt. DeepRay, die KI-Technologie von G-Data, die ich euch schon das letzte Mal vorgestellt habe, ist da aber mitgekommen und hat die Datei sofort erkannt. Der initiierte Code verändert sich nämlich recht selten und nur das Drumherum, das wird regelmäßig neu geschrieben, aber das, was tatsächlich böse ist, das bleibt eigentlich immer gleich. Es wurde auch daran gedacht, die Datei zu starten, jedes Mal, wenn wir den Rechner neu starten, das heißt ein einfaches Rechner-Resetten reicht dann nicht wirklich aus. Das zweite Stück führt dann zum großen Ganzen. Man würde jetzt vielleicht denken, wir haben ja schon alles. Logins können mitgelesen werden, Bilder, Videos, Ton, alles dabei. Doch halt, was wollen Hacker? Geld natürlich, ähnlich wie Influencer. Und was ist mit Hacking-Influencern? Tja, nein Spaß, ich will ja vor allem, dass ihr online sicher bleibt und ihr wisst ja, wie das ist. Minus und Minus ist Plus oder so ähnlich, also will ich kein Geld, I guess. Die zweite Malware, die hier allerdings dabei enthalten war, stelle ich nicht persönlich vor, sondern da überlasse ich Carsten Hahn von G-Data den Vortritt. Ja, dankeschön. Mein Name ist Carsten Hahn. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich arbeite als Malware-Analyst bei G-Data. Und meine Aufgabe ist das Schreiben von Erkennungssignaturen, damit unsere Technologien die Malware auch erkennen können. Wir schauen uns heute mal die zweite Malware an, die Morpheus zugesendet bekommen hat. Das ist Gloopteba. Und dafür benutzen wir meine rote Analysemaschine. Wir haben nämlich generell zwei Maschinen, eine grüne und eine rote. Die grüne ist für das Arbeiten im Unternehmensnetz und auf der roten führen wir die Malware aus. Dabei beobachten wir das Verhalten mit Process Monitor und Process Explorer. So, an dieser Stelle baut sich hier der Prozessbaum auf. Während Process Monitor das Ganze aufzeichnet. Ich suspende jetzt den Prozess, das heißt, ich halte ihn an. Und jetzt können wir den gesamten Prozessbaum, der in der Vergangenheit eben aufgezeichnet wurde, hier sehen. Das ist die Malware-Datei. Die Engine hat es hier tatsächlich schwer, weil die Malware sich verschlüsselt hat. Das heißt, alles, was normalerweise im Klartext zu sehen wäre, ist encodiert und damit unbrauchbar für eine Engine-Signatur. Und an dieser Stelle
hilft uns DeepRay aus der Patsche, weil DeepRay nämlich statt die Datei anzugucken, sich den Arbeitsspeicher ansieht. Und es ist so, dass wenn eine Malware so verschlüsselt ist wie diese, dann muss sie im Arbeitsspeicher trotzdem in entschlüsselter Form, also im Klartext, vorliegen. Denn die muss ja ausgeführt werden. Das heißt, hier können wir tatsächlich Strings sehen, die mir Informationen geben. Ich sehe an der Stelle eine Go-Build-ID, das sagt mir, diese Malware ist in Go, einer funktionalen Programmiersprache, geschrieben. Hier in den Strings sehen wir die Funktionsnamen von der Malware, die verraten auch schon ein bisschen mehr von dem, was die Malware tatsächlich tut. Und das sind die Namen, die der Programmierer hier für die einzelnen Dinge gegeben hat, die Malware machen kann. Wir sehen eine Erwähnung von Eternal Blue. Eternal Blue ist ein Exploit, mit dem sich die Malware über das Netzwerk selbstständig verbreiten kann. Deswegen nennt man sie auch einen Wurm. Das ist genau der gleiche, den auch WannaCry benutzt hat, um sich auszubreiten. Ja, und solche Textstücke kann ich eben in eine Signatur für DeepRay packen und sagen, wenn du diese hier siehst, dann erkenne bitte die Malware als Gloopteber. Die Malware hat außerdem eine Art Konfiguration, die wird gespeichert in der Registry. Da gehen wir jetzt mal rein. Das ist dieser etwas zufällig wirkende Name. Und hier stehen Informationen drin, die die Malware ein bisschen steuern. Das wahrscheinlich interessanteste und wichtigste ist die URL für den Kommandoserver, also der Server, der die Malware fernsteuert. Diese URL kann sich nämlich ändern. Und das Interessante bei der Malware ist, dass die ausgelesen wird über Bitcoin-Transaktionen. Also der Angreifer oder die Angreiferin können den Server ändern, indem sie eine neue Bitcoin-Transaktion tätigen. Diese sind ja über das Internet frei auslesbar. Das heißt, die Malware kann eben so die Serveradresse immer up-to-date halten. So, wir haben uns jetzt einen Überblick verschafft über die Malware Gloopteber. Das war jetzt ein ganz kurzer Einblick in meinen Alltag. Wenn euch interessiert, wie der Alltag eines Malware-Analysten insgesamt aussieht, dann schaut doch mal in meinem Webinar vorbei. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung unter dem Video unten. Ja, und damit zurück zu Morpheus. Häufig schreiben mir Zuschauer, dass sie gehackt wurden, infiziert wurden und noch sehr viel mehr. Doch dann ist es meist zu spät. Gloopteber ist ein Netzwerkwurm, der sich auf andere Geräte im Netzwerk verbreiten kann. Remcos erlaubt Zugriff des Hackers von außen und ein Hacker könnte alles mit eurem System tun. Deswegen kann man hier nicht pauschal sagen, was ihr löschen, editieren oder bearbeiten müsst, um die Malware wieder loszuwerden. Immerhin kann das ganze System verändert worden sein. Tatsächlich ist das Beste deshalb, sobald man einen RAT auf dem System hat, also einen Remote Access Trojaner, und keinen Schutz wie den von GData installiert hat, das System komplett neu aufzusetzen. Das heißt, Festplatte komplett löschen, Windows neu installieren oder im besten Fall Linux, aber dann würde der Virus gar nicht laufen. Im schlimmsten Fall könnten sogar Fragmente der Malware in euren Dateien vorhanden sein. Das heißt, in Dateien, die ihr gespeichert habt, zum Beispiel in euren Bildern oder in euren Spielen, die ihr irgendwie noch installiert habt. Ich habe ja vor kurzem zum Beispiel eine Schwachstelle auch im PDF-Reader gezeigt. Wenn der Hacker dann auf eurem System ist, könnte er eine eurer PDF-Dateien so manipulieren, dass, wenn ihr sie öffnet, ihr diese RATs wieder direkt auf dem System habt. Das ist zwar hochgradig unwahrscheinlich, aber grundsätzlich nicht unmöglich. Ihr seid aber einigermaßen sicher, wenn ihr da Dateien, nachdem ihr Windows neu installiert habt, eine Weile nicht anrührt. Denn dann sollten ja die Patches für mögliche Lücken eigentlich draußen sein. Eine 100% Garantie gibt es aber nicht. Und das ist leider überall so. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, weder bei Virenscannern noch bei Updates. Um also sicher zu sein, kommt es auch stark auf euch an. Wenn ihr fit auf dem Gebiet seid, wenn euer Gehirn sozusagen nicht gehackt werden kann, dann sinkt die Chance, dass ihr euch was einfangt, drastisch. Aber dafür seid ihr hier, oder? Daher Glocke und Abo nicht vergessen. Zum Schluss gilt mein Dank nochmal GData dafür, dass sie dieses Video hier möglich gemacht haben.
Ebenfalls war es mega spannend, sich mit dem Malware-Analysten Carsten Hahn über die Malware auszutauschen. Und das habt ihr auch gemerkt, das ist hier alles in das Video eingeflossen. Wenn ihr diese Tätigkeit ebenso spannend findet wie ich, dann habe ich da was für euch. Und zwar auf der Website in der Beschreibung unten drin verlinkt, ist ein Video von GData zu dem Tagesablauf eines Malware-Analysten verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal ansehen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Morphos.